Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der McCormick steht da und wisst ihr, was das bedeutet? Kartoffelzeit. Zeit für Kartoffeln, hoffe ich zumindest, stand jetzt. Wir hatten gestern 15 Liter Regen. Und also sprich, gestern war Sonntag, heute ist Montag, 15 Liter Regen. Und ja, das hat so ein bisschen die Tour verhagelt. Ist aber nicht schlimm, weil jetzt soll es den Rest der Woche hoffentlich trocken bleiben. Und nun will ich schon mal vorbereiten, dass die Fräse hinterm 633 kommt. Und dann kann nämlich einmal schön durchgefräst werden. Jetzt aber noch nicht. Ich muss erst warten, bis das Feld noch ein bisschen bis das Acker noch ein bisschen abgetrocknet ist. Und dann, wenn das Acker schön abgetrocknet ist, halbwegs, also nicht halbwegs, sondern trocken ist, dann kann ich fräsen. Mein Vater sagte tatsächlich, war heute Vormittag hier, der sagte tatsächlich, kannst jetzt schon fräsen. Also es ist durch die Drainage gleich wieder relativ abgezogen, das Wasser. Ja, und dann kommt nämlich hier Dornfräso dahinter und dann geht es nämlich ab. Einmal schön durchfräsen, damit das richtig schön fluffig ist, die Erde. Dafür muss es natürlich ein bisschen trocken sein. Und dann kann ich da nämlich schön die Kartoffeln reinlegen. Weil ich habe nämlich beim letzten Jahr gab es ja keine Kartoffeln, habe ich nämlich gemerkt, wenn der Boden nicht richtig schön aufgelockert ist, dann die Kartoffellegemaschine braucht richtig weichen Boden, damit die Erde, also damit er vernünftig tief in die Erde kommt. Na, das haben wir festgestellt, weil sonst, wenn der Boden zu hart ist, dann liegen die, das ist diese alte Sitzgeschichte, Draufsitzgeschichte, Akkord, hier Legemaschine, zeige ich euch später, dann liegen die Sitze quasi auf der Erde auf, kommen nicht rein, das bringt nichts. Also danach habe ich dann nochmal richtig schön tief durchgegrubbert im vorletzten Jahr, das hat auch schon gut was gebracht. Und jetzt mit der Fräse, glaube ich, wird noch geiler. Der Gerät ist dran und jetzt kann es ans Fräsen gehen. Also jetzt nicht, aber wenn es trocken ist. Ich habe gerade noch überlegt, Alter, wenn ihr mich immer sehen würdet, wie ich die Geräte ankoppel. Ne? Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der das immer hat? Ich habe das immer, ich mache mich da immer voll zum Horst. Jetzt auch Unterlenker immer, ne? Darum geht's. Unterlenker anklemmen. Eine Seite ist ja starr bei mir und die andere Seite ist flexibel. Ne? So, erstmal stand ich davor, scheiße, wieder einmal mit der flexiblen Seite Punktlandung und mit der starren Seite zu weit rechts. Ja, kannst du direkt wieder umfahren, ne? Was quietscht hier überhaupt so? Weiß nicht. Naja, dann auf jeden Fall wieder umgefahren dahin. Weil ich aber ja schräg stand, ist der Unterlenker nach außen gewandert. So, dann hing der Unterlenker hier vorne irgendwo. Ich denke, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich mir so ein scheiß gammeliges Drecksbrett genommen, was ich hier noch irgendwo rumlag. Habe das hier so hochkant auf dem Boden hier gegen geklemmt, dass das so in Richtung ist. Nur so dagegen gelehnt, dann ist das so ein bisschen in die Richtung. Dann schnell auf den Trecker rauf, rückwärts runtergefahren, schnell die Unterlenker hoch. Passte dann ja auch, ne? Und ich denke dann immer, Alter, bin ich denn der Einzige, der sich hier so zum Horst macht? Weißt du, jetzt normalerweise habe ich immer so einen Expander dazwischen. Habe ich jetzt aber nicht dazwischen aktuell. Muss ich wieder machen. Muss ich über mich selber lachen, wenn ich mich da einen abquäle mit den Geräten. Ne? Wenn du natürlich hinten solche, so wie Joke das hat, so Knöpfe da hinten dran, dass du dann hier das Hubwerk hoch und runter machen kannst, ne? Das ist natürlich geil. Gibt ja auch, der 844 hat so einen Schieber hinten, so einen Hebel. Das reicht ja schon, ne? Dass du dann hoch runter. Ja, das kommt auch wieder am 844 dran. Der 633 hat das nicht. Müsste ich eigentlich vielleicht mal nachrüsten. Ist ja eigentlich gar nicht so das Problem. Das ist auf jeden Fall eine kleine Anekdote. Das ist ja immer, ja, du kriegst die Tür nicht zu. Ich fahre auf jeden Fall das Gespann jetzt wieder rein. Und dann geht es hoffentlich morgen ans Fräsen. Hör dir diesen Klang. Daniel war gerade hier. Und hat mir kurz geholfen bei den, sag schon, bei dem Geschirr raustragen. Der hatte jetzt allerdings wenig Zeit, musste so wieder los. Hat mir dann aber das hier mit angepackt, weil das doch schwer ist. Hierbei handelt es sich um eine Akkord-Kartoffellegemaschine. Wobei ich sagen muss, das grüne Teil gehört eigentlich nicht zu dieser Geschichte. Ist auch von Akkord, aber gehört eigentlich zu einer Pflanzmaschine. Da habe ich auch noch so Sitzapparaturen für zum Pflanzen von Salat und sowas. Ne? Das sind dann so Scheiben, zeige ich euch auch irgendwann mal. Und da habe ich jetzt aber habe ich so übernommen, ne? Das sollte ja mal auf den Schrott, das Zeug. Das habe ich quasi vom Schrott gerettet. Und die Dinger habe ich
bekommen von einem Zuschauer. Und die hat damals mein Kumpel Robert auf dem Weg hierher, wo er mich besucht hat, hat er die abgeholt. Die gehören aber eigentlich zu einer anderen Maschine. Die habe ich hier dann befestigt auf dieses Brett drauf, dass man vernünftig da Kartoffeln bunkern kann. Ja, das Ganze wird jetzt wie folgt hier eingehakt. Hier sieht man so die Kupplung, die gehört hier dann rein. Und dann ist das quasi so schwingend gelagert, kann man sagen. Einer von den beiden ist immer ein Antreibender und der andere ist, also er ist quasi Master und er ist Slave, wenn man so will, neudeutsch. Er hat nämlich hier so ein Getriebe mit einer Welle, die Teller bewegt. Und hier, wie man sieht, da bewegt sich es auch. Hier, guck mal, hier drehe dann, ne, kommt da Bewegen rein. Das kommt hier dann rein und treibt somit diesen Teller mit an. Ne? Muss ich gleich mal sauber pusten, weil das im Stall stand. Ja. Und natürlich vorher abschmieren und so. Ne? Also ich hänge das da erstmal rein. Das ist immer so ein bisschen Quälerei. Gerade auch, dass das alles zusammenpasst. Und dann zeige ich euch das gleich nochmal. Feinfühlig ist die Hydraulik auf jeden Fall nicht. Aber sie funktioniert. Jawollo. Er ist drin und wie man sieht, ist das jetzt schwingend gelagert. Hier ist nämlich so ein Stift, der fährt dann raus. Der muss aber jetzt rein für diesen Moment, damit ich das Ganze einhaken kann. So. Jetzt sind die beiden auch zusammen und jetzt, klack, ja, jetzt ist er eingerastet. Wie gesagt, beim ersten Mal ist es immer so ein bisschen formuliert, beim zweiten Mal auch noch und beim dritten Mal habt ihr jetzt ja gesehen, jemand kriegst du da so ein bisschen Übung rein. Ne? Diese Geschichte, wie gesagt, gehört da nicht dazu, müsste ich eigentlich noch ein bisschen nach hinten setzen, weil wenn das Ganze zu tief eintaucht, dann scheuert das hier oben dran, aber eigentlich in der Regel passt das, ne? Da kann man sich mit helfen. Die Hydraulik ist ja bei diesem Trecker genau andersrum. Nach vorne ist nach oben, ja, und nach hinten ist nach unten. Seht ihr? Er hebt aber schön hoch aus, also quasi so hoch, dass du hier eigentlich, wenn du lustig bist, an den Hinterreifen kommst mit der ganzen Geschichte. So ist das Ganze freischwebend. Das heißt, ich puste das jetzt mal kurz sauber, schmier das alles ab. Und dann bin ich, was das angeht, schon mal vorbereitet. Fräse dahinter, Kartoffellegemaschine dahinter. Jetzt muss nur noch das Wetter so bleiben und dann kann es eigentlich losgehen. Wir wollen es heute mal probieren, Kartoffeln zu legen. Ob es klappt, wissen wir nicht. Ich gehe jetzt erstmal mit der Fräse rüber und ja, locker den Boden mal ein bisschen auf. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir unsere Kartoffeln heute reinkriegen oder nicht. Morgen hat Rea keine Zeit, übermorgen melden sich schon wieder Regen. Also muss es gehen.
bin immer wieder begeistert, wie das danach immer aussieht. Ne? Vorher ist übrigens alles hier, wie nennt sie es auch noch, knöterig. Und ja, haben wir durchgefräst. Richtig fluffige Erde. Ne? Hoffe ich, dass das jetzt noch mal ein bisschen abtrocknet, ein bisschen angraut. Und da wollen wir irgendwie spät Nachmittag mal versuchen, die Kartoffeln da reinzukriegen. Wir haben nämlich die Erfahrung, oder habe ich ja schon, glaube ich, erzählt, die Erfahrung gemacht, je fluffiger der Boden ist, umso besser arbeitet diese Kartoffellegemaschine. Wenn der Boden fest ist, dann läuft die nicht in den Boden rein. Ne? Das kannst du vergessen. Ah ja, hier seht ihr übrigens den Weizen nochmal, wo wir gerade hier sind. So sieht er jetzt aus. Ja, ich glaube, das kann man wohl machen, oder? Ist in Ordnung, denke ich. Jetzt fräse ich hier noch ein bisschen weiter und dann geht's gleich ans Legen. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? Ja, nur wollen wir mal gucken. Seht ihr schon, wird so langsam schon so ein bisschen grau. Da bin ich jetzt wieder zurückgefahren, da ist noch dunkel. Und ja, wollen wir mal gucken, dass das ein bisschen abgraut noch. Angriest, sagt man in, auf Plattdeutsch. Und dann hier Kartoffellegemaschine, habe ich das schon gezeigt? Doch, habe ich schon gezeigt. Ne? Die habe ich ja fertig. Auch abgeschmiert gestern noch, sauber gepustet mit meiner Tochter. Meine Tochter hat noch mitgeholfen abschmieren. Super gut. Dann können gleich die Kartoffeln noch rein. Und dann geht das ab. So, wir haben jetzt schon Vorbereitungen getroffen. Das sind Annabelle. Wir haben insgesamt 50 Kilo Annabelle. Ich habe ja schon ein paar hier drin. Das sind allerdings so B-Ware Kartoffeln, kannst du bald sagen. Weil das sind Kartoffeln, die aus meinem Vaters Garten letztes Jahr kamen. Der hat uns seine Ernte für den Winter, also das, was er nicht aufkriegt, hat er uns gegeben. Und das sind die, die jetzt übergeblieben sind. Und die setzen wir jetzt. Dementsprechend sehen die ein bisschen schrumpelig aus. Macht aber ja nichts. Grundsätzlich kann man das ja machen. Hier sind nämlich noch Linda drin. 65 Kilo Linda-Kartoffeln, auch aus meinem Vaters Garten. Sind auch alle schon vorgekeimt. Die werden, nachdem wir die 50 Kilo Linda versteckt haben, angegangen. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir überhaupt auf dem Feld haben. Ob wir die überhaupt alle versteckt kriegen, soll mich wundern. Ich glaube bald nicht, weil die Kartoffeln sind relativ klein. Das heißt, du brauchst relativ viel Platz, um die Kartoffeln zu verstecken. Deswegen müssen wir schauen, ob wir alle untergebracht kriegen. Aber wie gesagt, wir haben uns keine gekauft. Das sind alles die von meinem Vater. Mein Vater hat auch noch neue gekauft. Die 75 Kilo, glaube ich, die braucht er selber gar nicht. Und jetzt hast du noch hier Purple Rain. Da sind sie jetzt gerade am Vorbereiten. Und Zuchtstamm. Käfermarkter Zuchtstamm. Die sind einmal rosa und einmal... Aber die mixt du jetzt so zusammen, ja. Das ist so für dich. Bei der Ernte kann man das ja unterscheiden. Ja, die kannst du unterscheiden. Ja. Genau, das sind aber auch ganz normale Speisekartoffeln normalerweise, ne? Ja, das sind einfach nur eben halt... Die haben auch ganz lila eine... Genau, ganz lila und rosa von innen. Ja, guck. Damit sind wir ja mal gespannt, ne? Genau. Ja, jetzt, ne? Als ob du vorher gebraucht hättest. Nee, aber als ob du vorher danach dran gedacht hättest. Ich... Natürlich, hallo. Mhm. Du arbeitest hier mit Profis. Das ist das Problem, ja. Als Rhea angefangen hat zu filmen, hat sie gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Darauf habe ich sie dann aufmerksam gemacht und deswegen kam dann diese lustige Diskussion. So, hast du jetzt endlich mal deine geblüht? Nee. Mein Gott. Ich brauche noch einen Moment. Ja, sei doch froh. Wenn zu schnell ist, ist auch scheiße, oder nicht? Anfangen.
So, ist gut? Die Erde ist schön fluffig, ne? Ja, wollen wir hoffen, dass es auch so passt. Jetzt haben wir das Problem, dass hier jetzt die Räder, ihr seht, was ich vorhin gesagt habe, scheuern jetzt hier dran. Das ändert sich aber dann gleich, wenn hier Gewicht drauf kommt, dann geht der Sitz nach unten. Dementsprechend passt das dann wieder. Ne? Da müssen wir aber gucken. Wir haben eigentlich nichts verstellt seit dem letzten Mal, vor 2 Jahren. Das ist 2 Jahre her tatsächlich, wo wir das letzte Mal gebraucht haben. Alles sauber gemacht, alles abgeschmiert, Kartoffeln sind drin. Dann würde ich sagen, aufsitzen und Feuer frei, ne, oder? Seid ihr soweit? Jo. Geht das? Ja, fahren wir erstmal. Wir gucken gleich mal. Sieht gut aus. Sehr gut. Jetzt hat er zwar draufgelegt, aber das ist ja nicht schlimm. Den können wir ja gleich nochmal holen. Nee, sieht gut aus. Zu viel Erde oder was? Sind wir zu tief oder was? Nee, alles gut. Weil du die Erde wegschippst? Ja, weil er muss da mal gucken, ob er noch zieht. Aber ich würde sagen, die ist so fluffig, das ist diesmal kein Problem. Ich würde sagen, ist gut so. Sonst müssen wir ihn höher drehen. Nein, lass mal erstmal so. Weil jetzt sind wir die ziemlich... Dämme sehen gut aus. Ja, die Dämme sehen gut aus. Ja, wieso meinst du, dass wir zu tief sind oder was? Es könnte sein, dass wir hier zu tief kommen, weil du hier zu viel Erde vor sich her schiebst, ne? Hier ist der eine Kartoffel verloren. Müssen wir gucken. Das müsst ihr aber sehen. Das sehe ich, obwohl das ist nur bei deinem so, ne? Das ist bei, genau, aber da ist es nicht so. Es ist nur hier. Und ich weiß auch gar nicht, ob das ein Problem ist, dass wir zu tief sind. Nö, das nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass die Erde so fluffig ist. Ja, ja, ist sie auch. Die ist übelst weich, ne? Ja. Mhm. Lass uns doch die Reihe erstmal durchmachen und dann gucken Gut. wir nochmal. Ihr beobachtet das Ganze? Ja. Und weiter geht's. Die Erde ist echt fluffig, ne? Ja, super ist das. Da haben wir noch nie so weich. Nee. Schon ist gut. Ich würde sagen, das kann so bleiben. Sieht aber gut aus. Ja, das kann eigentlich. Ich würde sagen, das kann so bleiben. Ja. Ja, wenn die zu klein sind, ne? Ja, dann ist das so. Das machst du die nächste. Isabel, kommst du bitte her? Ja, auf geht's. Nee, das muss aufpassen mit deinem Kopf. So, jetzt müssen wir immer da vorne eine reinlegen. Jetzt kannst du deine Kartoffel da reinlegen. Nein, nicht schmeißen. Genau. Ja, mach da rein. Nee, hier da rein, nicht da vorne. Guck mal, die drehen sich in der Runde und fallen dann da rein. Wir legen die immer da rein, was noch nicht aufgeht. Genau.
Egal. So, wir haben jetzt 12 Reihen. 50 Kilo Annabelle sind jetzt versteckt worden. Das heißt 5 Kilo pro Reihe. Die sind jetzt auf. Rhea ist jetzt gerade dabei und teilt die Purple Rain. Und wie heißen die anderen? Okay, wir blenden es ein. Ich weiß keine Ahnung. Jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, die großen werden wir jetzt wahrscheinlich nochmal teilen, weil die gehen sowieso nicht durchs Rohr. Das sind ja auch Pflanzen, das sind ja keine Pflanzkartoffeln. Nee, die das sind ja Speisekartoffeln. Ja, die gibt es nicht als Pflanzkartoffeln. Die gibt es nicht, also, ja, zumindest nicht bei uns. Also, nee, nicht da, also nicht da, wo ich sie jetzt gekauft habe. So. Ja, und jetzt hat Rhea die irgendwie gekauft, keine Ahnung, und dann haben wir die jetzt als Pflanzkartoffeln. Aber das ist ja kein Thema. Sehen ja super aus. Ja. Danach, wenn wir die gepflanzt haben, ich hoffe, dass wir damit eine Reihe hinkommen. Wie gesagt, 5 Kilo eine Reihe. Das sind jetzt 10 Kilo Kartoffeln, sollte theoretisch klappen. Nehmen wir das Messer? Und, Rhea und, Rhea, hier, nicht Rhea, Linda. Linda kommt jetzt in den Boden. Und ich komme in den Boden? Nee, Linda. Linda kommt jetzt in den Boden, nach dieser Geschichte. Aber ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr. Also die 64 Kilo werden wir hier wohl nicht mehr reinkriegen. Nee, das darf ich auch nicht. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil die haben wir ja nicht speziell dafür gekauft. Die sind ja einfach nur übergeblieben vom letzten Jahr. Deswegen ist es ja quasi Resteverwertung. Guck, Rhea schneidet die jetzt gerade auf. Da sieht man mal, wie die von innen aussehen. Ja. Die schmecken auch lecker. Probiert habe ich die schon. Ja, perfekt. Siehst du. Dann kann ja nichts mehr schief gehen, ja. Ne? Wunderbar. Machst du hier mal eine von aufschneiden? Dass man mal sehen kann. Ja, nimm mal eine dicke. Ist das keine dicke? Da oben hatte ich gerade eine dicke reingeworfen. Ja, dann nimm die auch. Musst du denn, dass beide Seiten einen Keim haben? Oh jo. Purple Rain. Purple, das sieht echt gut aus. Ja. Ja, perfekt. Da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Beim letzten Mal, wo du die gesetzt hast, da ist nicht eine von rausgekommen, weißt du das noch? Doch, zwei Pflanzen. Ach so, zwei Pflanzen. Ja, weil die abgesoffen sind. Ja, die sind komplett abgesoffen. Die sind abgesoffen und dann, das war sehr ärgerlich. Aber jetzt haben wir ja Drainage und von daher sollte das ja diesmal nicht passieren. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Nein, das soll wohl klappen. Der Boden ist richtig fluffig, das läuft wunderbar, habe ich noch zu Rhea gesagt. Wie geil ist das, dass man so eine Maschine, die 50, 60 Jahre alt ist, einfach wegstellt, zwei Jahre lang, danach wieder rausholt, abschmiersauber macht, hinterhängt und so wieder los. Ne? Das ist unfassbar, oder? Also geil. Einfach keine Technik dran, die kaputt gehen kann. Weltklasse, bin ich total happy mit. Ja, einzige, was ist, du brauchst halt immer Personal. Ne? Ich wollte ja mal so eine Legeautomat haben, darf ich aber nicht. Nee, das gibt's nicht. Weil Rhea meint, das macht, Rhea findet, das macht Spaß. Ich mag das total gerne, finde das super. Ja. Oder? Das ist super heute, oder? Mit dem Legen, ich mag das total gerne. Ja. Enno will sich ja eine Maschine holen, damit wir nicht mehr hinten drauf sitzen. Nein. Siehst du? Ja, ist Oma ja gut. Findet das auch. Außerdem, ja, Oma findet das auch gut. Außerdem, die haben wir ja vom Schrott gerettet. Die war ja kostenlos. Von daher, und wenn die dann noch so gut funktioniert, macht es ja doppelt Spaß, ne? Absolut. Und mit dem alten Trecker zusammen in Kombination, das ist natürlich ein Weltklasse-Bild, ne? Sieht total toll aus. Ja, finde ich auch. Also machen wir jetzt weiter und melden uns gleich wieder. Fürs Protokoll, bis jetzt gerade hat die Reihe, also haben die Kartoffeln gehalten. Tatsächlich genau 5 Kilo, eine Reihe. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir den Nachschub besorgen. Aber wie gesagt, das schaffen wir nicht. Wir haben gerade mal geguckt, ungefähr 8 Reihen noch, also 40 Kilo werden reinkommen können. Mehr schaffen wir, glaube ich, nicht. Und wie jeder Hofladerbesitzer weiß, hast du einen Hoflader, brauchst du die Schubkarre nicht mehr. Deswegen fahren wir mit dem Hoflader und der Schaufel die Kartoffeln weg. Zum Land hin. So, was haben wir gesagt? 40? Mach mal nicht die kleinen, mach mal die großen. Die großen Säcke? Ja. Gut. Boah. Schwitzen schon. Ja, müssen jetzt auch. Die haben auch Bock jetzt. Ziemlich klein die Kartoffeln leider, die Linda. Nimm mal aber die da, genau. Also nur ein halber Sack. Ein halber Sack nur.
Reifen. Musst du da noch einen halben reinmachen? Ja. Ziemlich klein, die Kartoffeln. Ich weiß auch, ich denke mal, dass die aus diese Drillinge auch kommen werden. Ja. Ja, den nehmen wir auch gleich noch. Schmeiß den mal noch, gib den mal rein. Ja, das reicht erstmal. Wenn wir das überhaupt noch verteilen können. Müssen wir gucken, ob wir es verbuddeln können noch. Und der Hoflader ist weg. Ja. Und dann Attacke. Wir haben fertig. Aber ja, eine Spur wäre cool, wenn er jetzt eine Spur zurückfahren könnte. Das geht aber ja nicht. Also machen wir jetzt Feierabend. Also fahren wir jetzt mit Agriomatik wieder zurück. Vierter Ackergang in diesem Fall. Jetzt aus. Na, die Räder, die schleifen immer hier an dem Hinterrad. Wenn ich das tiefer mache, dann schleifen die Sitze auf dem Boden. Also entweder sind meine Reifen zu groß, die Unterlenker zu kurz oder das Rad, weiß nicht, muss auf die andere Seite oder was, keine Ahnung. Aber es funktioniert ja so ganz gut. Von daher, das war schon immer so. Bleibt auch so. So. Rea hatte derweil auch den Hoflader schon geholt. Wie viel ist denn jetzt noch hier über? Achso, auch doch noch ein bisschen was, ne? So, ich habe jetzt gerade mal die Reihen gezählt. 22 Reihen sind es, mal 5 Kilo. Macht 110 Kilo, haben wir gesetzt an Kartoffeln. 110. Wie gesagt, 50 Kilo Annabelle, 10 Kilo von diesen roten und der Rest ist dann dementsprechend auch wieder 50 Kilo Linda. Ja, so sieht es jetzt aus. Ja klar, natürlich die Dämme sehen natürlich von so einer tollen Maschine viel besser aus, aber dafür, dass das Ganze alles 60 Jahre alt ist, kann man nicht meckern. Also der fluffige Boden, der hat ihr richtig gefallen, der Maschine. Klar, ich hätte jetzt bestimmt noch feinjustieren können, ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, ein bisschen links, rechts, bla bla bla. Aber ich denke, für die 100 Kilo Kartoffeln, 110, da brauchst du jetzt kein Fass aufmachen. Funktioniert ganz gut. Jetzt anhäufeln oder erstmal, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt anhäufel oder erstmal ein bisschen warte. Meistens warte ich ja mal noch einen Moment und dann häufel ich an, wenn es sobald das erste Unkraut draufkommt. Da wird ja meistens angehäufelt und dann hier wieder runterstriegeln, anhäufeln, runterstriegeln. Man kennt es ja. Ich habe mir ja irgendwann mal so einen Striegel gekauft, so ein, ich weiß gar nicht, welche Marke das auch noch war, ein polnischer. Der funktioniert ganz gut und den holen wir dann wieder raus. Wie gesagt, letztes Jahr habe ich die ganze Kartoffelgeschichte ja nicht gebraucht, weil wir auf die Drainage so lange gewartet haben. Gut, dann haben wir das, ne? Nach getaner Arbeit schmeckt das Grillen doch am besten, oder? Heute zum ersten Mal teste ich so eine Teflon-Folie. Habe ich von einem auf einer Party letztens gesehen. Da hatte der Gastgeber das. Und er war da ganz zufrieden mit. Ich habe das noch nie probiert. Jetzt zum ersten Mal. Ist aber, finde ich, erstmal gar nicht verkehrt. Ungewohnt. Aber du hast auf jeden Fall nicht das Problem, wenn du jetzt Gemüse grillst, dass dir das zwischendurch fällt oder so kleine Sachen halt, ne? Und es ist so ein bisschen sanfter zu grillen. Du kriegst nicht so viel Hitze auf einmal. Das heißt, es verbrennt dir nicht so leicht. Ne? Verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Wir grillen jetzt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.